Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Möglichkeit Labor. So. Bis sich das hier gefüllt hat, das wird echt lange dauern. Jetzt muss ich aber erstmal überlegen. Also, ich muss auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier Festbrennstoffe produzieren möchte. Sagen wir mal, die würden hier sein, ja? Ein. Und ich will das ja auch nicht mit Roboter. 1, 2, 3. Da müsste gelb. Und das auch einfach umleiten. Das hier ist jetzt für Plutonium. Blub. Blub, blub und blub. Dann könnten wir einfach die nächsten drei nehmen. Lass mal einen Abstand. 1, 2, 3. Das ist jetzt für gelb. So. Und dann bräuchten wir nochmal 3 für 1, 2, 3 für rot. Rot ist das. So. Ja, eigentlich kann man das in dem Sinne so bauen, oder? So, das würde jetzt bedeuten, wir machen es einfach so. Upsa. Mich eingebaut. Wir können hier nochmal so ein extra Dingens machen, so. Da hätten wir jetzt das. Jetzt bräuchten wir gelb. Dann nehmen wir dann auch hier die anderen Rohre. Ja, ich würde sagen, wir machen das mal so. Ein bisschen ruhig mehr Abstand. Und dann nehmen wir wieder die. So. Und dann. So. Und schon hätte man gelb. Und jetzt müssen wir das mit rot genauso machen. So. Dann den dahin. Und dann nehmen wir den. Nee. AD. Und bis genau bis dahin sollte er gehen, richtig? Ja. Gut. Ja, das funktioniert jetzt alles. Also vom Prinzip her ist das jetzt fertig. Wir haben jetzt 6 Maschinen. Die eigentlich ziemlich flott dann laufen sollten. Ich hoffe, dass das gut funktioniert so. Aber wie kriegen wir dann den Festbrennstoff transportiert? Das ist nämlich jetzt auch noch eine Frage, weil, okay, es ist kein Problem, von hier eine Eisenbahn zu ziehen. Aber der Festbrennstoff müsste dann ja. Ja, hier haben wir keine Mauer, ne? Darf ich auch nicht vergessen. Der Festbrennstoff müsste. Schnuff, 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 die Eisenbahn. Ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Wo baue ich einen Bahnhof hin? Uiuiui. Wo baue ich den nächsten Bahnhof hin, dass ich die Festbrennstoffe transportiere? Aber ja, gut, okay. Wir fangen erstmal an und sagen. Wir nehmen dafür erstmal normale Kisten, Leute. Stahlkisten. Was ich dann, ups, später einfach da rausnehme, ja, und dann aufs Förderband lege und dann in den Waggon oder direkt von hier aus in den Waggon. Das kann man in dem Sinne ja auch machen. Der hat, ne, der Greifarm hat keine. Warte. Das ist total doof, ne? Egal. So.
Blub, blub, blub. Und von wo holen wir uns den Strom, Ladies? Ja, jetzt fängt er in dem Sinne an, Festbrennstoffe zu produzieren. Aber wie mache ich das mit... Okay, wir können... Habe ich Schienen? Ich habe Schienen. Ja, da passt kein Greifarm hin, richtig. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist ja nur ein ganz kurzer Test. Wir nehmen hier mal einen Güterwaggon. Wir hatten einen Güterwaggon. Das weiß ich. Da habe ich nämlich extra drauf geachtet. Einen Güterwaggon. Blub. Und jetzt nehmen wir einfach mal hier einen. So. Machen das mal so. Das macht er nicht. Okay. Dann stellen wir hier mal ganz kurz eine Kiste hin. Und sagen, hey, gib mir mal die. Kannst du die da einladen? Ja oder nein? Ja, alles klar, funktioniert. Gut, dann haben wir damit die Sache auch gegessen. Also man kann Festbrennstoffe mit dem Zug transportieren. Das hört sich schon mal ziemlich gut an. Wenn man das jetzt beobachtet, bis jetzt kriegen wir absolut keine Rohstoffprobleme. Man könnte jetzt hier in dem Sinne noch eine dazu klemmen, aber ganz ehrlich, ey, wir lassen es einfach so laufen, Leute. Weil er stoppt ja nicht, oder? Oh doch. Ja, ein bisschen wenig kommt, ne? Okay, dann bräuchten wir nochmal eine Ölraffinerie. Bauen wir nochmal zwei. Ja, dann kommen hier halt nochmal zwei Stück hin. Ist doch okay. Anschließend kann ich hier immer noch mehr. Also das ist ja lächerlich. Was wichtig ist, dass wir hier genug Öl produzieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Eins, zwei. Ups. So. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Drehen. Und dann die halben brauchen wir. Ach halt, ne, ich mache das erstmal so. Blub. So. Kann ich nämlich sehen, welcher ist. Und dann. So. Jetzt nehmen wir uns. Blub, 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 blub. Hier habe ich ein bisschen falsch. Ja, die sind doch parallel. Will? Naja, ist ja nicht schlimm. Ja, genau so. Jetzt müssen wir den ganzen noch Öl geben. Und natürlich Strom. Ohne Strom geht ja gar nichts hier. Blub und blub. Dann haben wir jetzt noch mal ein bisschen mehr. Ach, stopp. Mein Gott. Noch Chlor kannst du das alles noch ein bisschen schneller machen. Ey, das war falsch. Nope. Ey, mach doch mal weg. Danke. Nope. 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 Leute, das ist jetzt richtig Gas machen. So.
Ob meine Maschinen da oben hinterherkommen, das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, das Rohr ist auf jeden Fall voll. Bis unter den Arsch. Hier schwankt es ein bisschen. Da auch. Egal. Es funktioniert. Ja? Das ist das, was ich jetzt wichtig finde. Wir haben hier ein bisschen Druck auf dem Kessel. Jetzt kommt nicht mehr so viel Petroleum an, ne? Aber ganz ehrlich, das hier. Hier werden wir mal einen Cut reinmachen. Und dann hätte ich ja gerne. Das war gerne so. So. Na, guck mal. Jetzt haben wir hier auch konstant den Druck. Jawohl. Hier ist auch konstant Druck auf dem Kessel. Und hier auch. Ja, rot und Dingens wird, braucht ja ein bisschen mehr. Also das ist ja nicht alles gleich, ne? Wenn ihr das jetzt seht, da brauchen wir 10 Leichtöl. Hier brauchen wir 20 Schweröl. Und hier brauchen wir, sage und schreibe, auch 20 Schweröl. Also die beiden brauchen wirklich mehr wie er hier. 10, 20, 20. Aber dann bräuchte ich Wasser, wenn ich umstelle, Leute. Nee. Das machen wir nicht. Nee. Gut, aber wie kriegen wir jetzt den ganzen Gedöns nach da unten? Das ist jetzt so mein Problemkind. Wo bauen wir die Produktion für diese Sache auf? Ja, wenn ich hier nicht so ein Kauderwelsch hätte. Also hier wäre auch eine schöne Ecke, aber hier habe ich schon so viele andere Sachen. Das hier ist auch fast alles tot. Ich könnte das ja auch hier oben hinbauen. Fehlt uns ein Satellit. Irgendwie fehlt uns überall ein paar Satelliten. Hier ist es auch viel zu voll. Kriege ich hier noch einen Bahnhof hin? Hey, hier ist auch schon so voll. Eigentlich wäre es schon geil, das hier hinten auch gleich fertig zu produzieren. Aber wie kriege ich dann diese Sachen bis hier hinten zu der Raketenstation? Oder ich baue alles da hinten hin. Nee, dann müsste ich aber die grünen Sachen und das alles hier hinten hinholen. Und das ist doch alles doof. Dass ich diese hier umsetze, damit habe ich kein Problem. Also, dass das hier irgendwo in der Nähe ist. Ich hätte zum Beispiel auch Bock, dass das hier drin ist. Ja, weil dann bräuchte man nur die Eisenbahn von hier, schnuff, schnuff, schnuff. Hier ein drittes Gleis machen, hier ein bisschen ausgleichen, blub, 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 blub. Und fertig wäre die Geschichte, weil hier kommen wir erstmal nicht durch, hier lang. Dann könnte man hier eine Kreuzung hinmachen. Und dann könnte man die ganze Produktion hier hinbauen. Aber der Weg bis zu meiner Hauptproduktion ist ewig und 3 Tage. Hier hatten wir jetzt ja auch die Forschung hingesetzt, allgemein. Ja, ich muss einfach zusehen, dass ich jetzt erstmal die Festbrennstoffe jetzt darüber kriege. Da bleibt mir keine andere Möglichkeit, Leute. Die Festbrennstoffe müssen jetzt rüber. Da geht nicht anders. So, das bedeutet, haben wir noch einen Zug? Wir haben keinen Zug, weil wir keine 20 Motoren haben. Hier haben wir uns jetzt extra Gänge gelassen. Also wir brauchen jetzt erstmal einen Zug. Ich brauche eine Zug, Senorina. Gibst du mir eigentlich? Musst du mich gerade kratzen? Denn kannst du mir eine Zug bringen? Eine Frau? Eine Zug? Na, bin's. Schnuff, 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 die Eisenbahn. So, die bringen mir, der bringt mir jetzt einen Zug. Und die Waggons hätten wir. Eins. Wir machen 2. 2 mit Festbrennstoffen. Sollte vollkommen ausreichen. Er hat früher auch eigentlich einen weiten Weg gemacht. Ich muss diese Produktionsstätte auf jeden Fall ganz woanders hinbauen noch. 2,4 pro Container. Wir machen das. Wenn sich einer fragt, warum ich 3 mache, ist einfach, weil wir auch 3 verschiedene Sorten an der Produktionsstätte haben. So, eine Eisenbahn. Vielleicht benötigen wir auch 2, deswegen stelle ich gleich 2 Eisenbahnen her. Was wir dann über haben, haben wir über. Wir bleiben hier auch mal gerade stehen, wegen unseren ganzen
Knechte, die uns jetzt gerade die Sachen bringen. Muss ich nur zusehen, wie ich es verlade, ne? Aber das werden wir dann gleich sehen, Leute. Noch kriegen wir Sachen. Mal alles abbrechen. Der wird uns jetzt noch das, was jetzt noch fliegt, bringt er uns jetzt noch. Das ist okay, aber den Rest brechen wir jetzt mal ab. Ja, verpieselt euch. Das reicht. Okay, wir müssen jetzt gucken, wie wir jetzt hier die Eisenbahn langführen. Noch dichter kriege ich sie nicht. Danach kommt schon das Ding. Deswegen ziehe ich sie jetzt mal hier lang. So. Wir brauchen ein Zugsignal. Lift 1. Problem ist, dass ich genau das immer ein Waggon sein sollte. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe das nur so grob per Augenmaß, Leute. Das war jetzt überhaupt kein... Das ist richtig. Ich brauche den da. Da ist er. So wie es nämlich aussieht, funktioniert das nämlich nicht. Also müssen wir es noch ein bisschen umleiten. Den ganzen Kram. Okay. Wie kann man das umleiten, Leute? Also wenn ich jetzt hier einen Greifarm hinmache. Wir würden dann ein Förderband setzen. Dann kriegen wir aber nicht mehr die Schienen. Also wie zum Beispiel so. Okay, dann sind ja die Schienen zu dicht. Okay, ich will da die Kisten lassen. Also das reicht mir an Kisten, Leute. Da will ich mir auch gar nicht so großartig Gedanken drum machen. Also wir setzen jetzt hier mal ganz kurz einen Greifarm hin, dass ich sehe, wie der Abstand sein muss. Da soll auch nichts tun, geschweige irgendwas anderes. Hier bin ich zum Beispiel schon wieder viel zu dicht. Das funktioniert wieder nicht. Ich hasse dieses Prinzip. Warum kann ich den nicht da hinsetzen? Ich weiß noch nicht, wie ich das bauen soll. Ich setze den jetzt mal hier hin. Und dann muss ich jetzt dieses Signal setzen, weil sonst kann ich es nicht sehen. Das würde bedeuten, da ein Zug. So. Und dann müssten wir... Ja, weg. Eins. Ein Ei machen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. So müsste es. Ja, aber wie mache ich das jetzt? Ja gut, wir könnten das dann jetzt hier umleiten. Nach unten. Blub, blub, blub. Und dann genauso. So. Dann wird's gehen. Aber jetzt würde der wieder viel weniger bekommen. Also würden wir blub 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 Sinn machen, wenn ich es dann den hier mal wegnehme.
den einfach so mache. Den so. Probieren geht über studieren. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, das Hauptproblem. 1, 2, 3. Würde bedeuten. Zug. Waggon, Waggon, Waggon. So. Und ich gehe dazu 100% von aus. Ich werde noch einen Zug benötigen. So. Wunderbar. Nichts ist wunderbar. Das ist alles ganz schön Mist hier gerade. So. Und ich muss da, 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 da. Weil die Züge fahren hier in beide Richtungen. Deswegen muss an jeder Ecke ein Signal. Das andere kann nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Wir haben da, wir haben da, wir haben da. Wir müssen jetzt noch hier. Uiuiuiui, habe ich mich erschrocken. So. Ich muss nach unten zu den anderen zu den anderen Gleisen. Ich muss gucken, wo ich rübergehe, Leute. Das haben wir uns jetzt noch gar nicht so genau angeguckt. Ich muss hier unten lang, ne? Nehmen wir mal die 100. Ich glaube, anders kann es nicht funktionieren, dass ich unten lang gehe, oder? Da kann ich nicht lang, weil dann müssten wir unsere Mauern abreißen. Also müssen wir in dem Sinne diesen hier nehmen. Irgendwie kann man das größer machen. Da ist es. Mikrofon muted. Oh, jetzt habe ich mich gemutet. Mikrofon activated. Nicht, dass ihr euch wundert. Bisschen groß, ne? Mikrofon activated. Sorry. Eieieiei. Das ist aber eine große Stelle. Aber jetzt wissen wir, wie wir vergrößern. Ja. Dann mal wieder mein Mikrofon muten. So. Alter. Ich habe Angst vor diesem Eisenbahn, ne? Ich habe Angst. Oh Gott. Da ist er. Eigentlich ist das noch viel zu groß. Mikrofon activated. So sieht das schon ganz gut aus. La 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 la. Zack. Zack. So, also es würde eigentlich grob bedeuten, dass ich hier komplett rüber muss und dann da lang. Naja. Nicht. Oh, warte mal, wenn wir jetzt sowieso gerade hier sind, dann können wir uns eigentlich mal gerade, die können wir auch herstellen, ganz kurz, aus meinen letzten Materialien, aber wir bräuchten eigentlich, upsa. Nein, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die. So, bringen wir mal 100. Ich sage auch wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.